Wir haben Städte zu Metropolen aufgebaut, haben Sims im Pool ertränkt und in Flammen aufgehen lassen und haben Horrorachterbahnen in Freizeitparks gebaut. Doch es gibt noch eine Aufbausimulationsreihe, die noch existiert. Ja, genau die kommt heute dran. Hallöchen meine Käsekätzchen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Aufbausimulationsreihen Zoo Tycoon und Wildlife Park. Warum diese beiden in einem Video? Naja, ganz einfach, vom Grundprinzip her sind beide Reihen gleich strukturiert. Also damit meine ich, es sind Zoospiele. Ach egal, nehmen wir sie genauer unter die Lupe. Los geht's! Wildlife Park bzw. Zoo Tycoon reihen sich mit zur Kategorie der Aufbau- und Wirtschaftssimulation ein. Man leitet einen Tierpark, baut Gehege nach den Bedürfnissen der Tiere, sorgt dafür, dass diese auch zufrieden sind und geht auf die Bedürfnisse der Besucher ein. Aber mehr muss man auf die Zufriedenheit der Tiere achten, denn diese können einen wegsterben, wenn es ihnen dreckig geht. Oder es kommen Demonstranten. Also muss man dafür sorgen, dass die Tiere genug Futter, Wasser und Pflege bekommen, damit sie gesund bleiben und Nachwuchs bekommen. Aber auch auf das Finanzielle muss geachtet werden. Personal- und Betriebskosten müssen ja schließlich auch noch gezahlt werden. Mit Deko, einer schönen Umgebung und Tiervielfalt können auch die Besucher zufriedengestellt werden. Zufriedene Besucher spülen halt Geld in die Kassen. Ja, das ist eigentlich soweit das Grundprinzip beider Reihen. Gehen wir jetzt auf die einzelnen Spiele ein. Dieses Spiel kam 2001 raus und wurde von Bluefang Games entwickelt. Das Spiel hat einen süßen 2D-Look. Die Tiere sind sehr detailliert gestaltet und auch das Tierverhalten wird gut dargestellt für damalige Verhältnisse. Der Gehegebau geht auch gut von der Hand. Diese kann man sogar benennen. Die Gehegegestaltung allerdings ist etwas merkwürdig. Man kann zwar bei den Tieren Informationen aufrufen, aber nur das Lexika und in welchem Gebiet diese leben. Genauere Details zwecks welchen Boden sie brauchen, Pflanzen etc. erfährt man erst, wenn man mindestens ein Tier im Gehege platziert hat. Auch wie viele Gefährten eine Tierart so ungefähr braucht, muss man abschätzen und rumprobieren. Dadurch, dass man nicht groß Details aufrufen kann, passiert das manchmal sehr schnell, dass das Tier sehr unzufrieden wird und man eine Sperre reingedrückt bekommt und somit keine weiteren Tiere kaufen kann. Dieses hätte man wirklich besser umsetzen können. Die Besucher lassen sich auch eigentlich recht einfach zufriedenstellen. Ein bisschen Deko hier und da, essen und trinken, eine Parkbank aufstellen und schon sind diese glücklich. Das Personal kann man auch ziemlich gut verwalten. Zum Beispiel Tierpfleger setzt man einfach in das Gehege und dann machen sie halt ihr Ding. Diese kann man auch ein oder mehrere Gehege zuweisen, dass sie sich nur um diese kümmern. Praktisch! Es werden außerdem erst nach und nach weitere Tierarten und Objekte freigeschaltet. Auch ein Geldlimit hat man leider trotzdem Modus freies Spiel. Da gibt es leider keine Option, um einzustellen, ob man unbegrenzt Geld haben möchte oder ob man alle Tiere und Objekte von Anfang an freigeschaltet haben möchte. Finde ich sehr schade. Leider kann man auch den Zoo nur von der Vogelperspektive betrachten. Musik und Sound sind okay, finde es nicht schlimm, dass man keine Musik hat, während man baut. Auch Erweiterungspacks gibt es. Mit Marine Mania, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kann man jetzt Meeresbewohner in den Zoo hinzufügen und mit Dino Dicks halten jetzt Dinosaurier Einzug in den Zoo. Trotz einigen negativen Aspekten ist es dann noch ein super gutes Spiel, das einen stundenlang beschäftigen kann. Wildlife Park wurde 2003 veröffentlicht und unterscheidet sich doch schon sehr von Zoo Tycoon. Versteht mich nicht falsch, vom Grundprinzip her sind sie gleich, dennoch gibt es viele Verschiedenheiten. Wildlife Park geht mehr auf die Ökosysteme der verschiedenen Lebensräume ein. Das bedeutet, dass darauf geachtet werden muss, dass die idealen Temperaturen für die Tiere und für die Pflanzen herrschen. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht nur auf die Zufriedenheit der Tiere muss geachtet werden, sondern auch die der Pflanzen.
Dieses ist aber nicht sehr kompliziert. Man muss nur darauf achten, dass die Temperatur stimmt und sie gut bewässert werden, sonst nichts. Jetzt habe ich aber genug über die Pflanzen geredet. Reden wir über die Tiere. Bei diesen muss man, anders wie bei Zootaikun, auch auf die Temperaturen achten. Das bedeutet, dass man beispielsweise eine Giraffe schlecht ohne Wärmestrahler in einer kalten Umgebung wie Norwegen oder Pinguine ohne Kühlung in der Wüste halten kann. Klingt irgendwie logisch. Bei der Gehegegestaltung wiederum ist es um einiges einfacher, die Tiere zufriedenzustellen. Diese brauchen nur ein Bodenbelag und eine Pflanzenart in den Gehegen. Auch an die Infos, was diese alles für Futter, Gelände etc. brauchen, ist sehr detailreich erklärt. Außerdem muss man nicht erst ein Tier in das Gehege setzen, um die Infos herauszubekommen. Dieses kann man ganz einfach aufrufen, indem man auf die Tiere klickt, die man haben will, und drückt auf das Info-Icon. Das hat Wildlife Park ganz gut gehandelt. Nicht so wie in Zootaikun. Schäm dich! Auch grafisch ist es ziemlich gut. Die Tiere sind sehr detailreich gestaltet. Das einzige, was mich an diesem bloß stört, ist, dass diese nicht so lebhaft animiert sind wie in Zootaikun. Die stehen manchmal halt nur 20/7 in der Gegend rum und machen nichts. Na gut, außer wie sie sich paaren, das haben die sehr detailgetreu dargestellt. Weiter im Text. Was mich außerdem noch sehr stört, sind, dass man einzelne Tiere nicht in das Gehege setzen kann. Man braucht immer diese komischen Tierunterkünfte dazu. Dieses stört mich auch bei dem Personal. Zum Beispiel pro Tierpfleger hat man so ein komisches Haus. Was ich aber gut finde, ist, dass man die Tiere auch mal sich selbst überlassen kann. Bedeutet, dass sie keinen Tierpfleger benötigen. So kann man auch mal einen Serengeti-Park machen ohne Menschen und beobachten, wie sich die verschiedenen Tierarten untereinander verstehen und ums Überleben kämpfen. Was denn? Mir war halt langweilig. Auch Musik und Sound ist gut. Doch nach einer Weile kann die Musik, die im Hintergrund läuft, doch schon einmal ein wenig auf den Zeiger gehen, da diese ja immer wiederholt wird. Die Besucher wiederum sind manchmal so richtige Idioten. Diese meckern bei jedem bisschen rum und sind nicht sehr leicht zufriedenzustellen. Ja, hier ist so wenig Deko, mehr Pflanzen, hier ist keine Tiervielfalt. Kommt klar mit eurem Leben! Auch hier kann man seinen Zoo nur in der Vogelperspektive betrachten. Das Spiel besitzt außerdem ein einziges Erweiterungspack, nämlich Wild Creatures. Mit diesen ist es möglich, ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten rückzuzüchten und in deinem Zoo zu präsentieren. In Wildlife Park ist es, anders wie in Zootaikun, möglich, im freien Spiel einzustellen, ob man ohne Geld zu um Tiersterben und Demonstranten spielen möchte. Man hat auch alle Tiere bis auf die ausgestorbenen Arten gleich am Anfang zur Verfügung. Alles in allem ist es ein sehr gelungenes Spiel zum Entspannen. Der Nachfolger von Zootaikun kam 2004 raus. Dieses Spiel beendet die 2D-Ära der Reihe. Nun ist alles in 3D. Nice. Das Verhalten der Tiere ist jetzt komplexer geworden und haben jetzt sogar viel mehr Interaktion untereinander. Man hat jetzt auch die Infos über die Tiere überarbeitet. Man muss nicht, wie in den Vorgänger, erst ein Tier ins Gehege setzen, um Infos aufzurufen, sondern bekommt jetzt sogar ein Menü mit allem, was das Tier braucht, schon angezeigt. Und diese sind sogar schon auswählbar. Auch die Gehegegestaltung ist nun etwas einfacher geworden. Man muss halt nicht mehr Rätsel raten, welche verschiedenen Bodenbelege und Pflanzen man für die und die Tierart benötigt, damit diese dann zufrieden sind. Man hat einen Bodenbelag von einem Ökosystem in verschiedenen Ausführungen. Das war's. Auch hat man jetzt verschiedene Tierkrankheiten, wo man selbst nach einer Medizin suchen muss. Außerdem gibt es jetzt auch Stammbäume. Man muss also immer mal wieder seinen Genpool erneuern. Tierpfleger und Co. können wie im Vorgänger auch frei platziert werden. Manchmal ist aber deren KI zu wünschen übrig. Die Besucher sind nach wie vor einfach zufriedenzustellen. Man stellt ihnen eine Fressbude hin, einen Getränkestand und eine Toilette und schon sind sie glücklich.
Das beste Feature aber in diesem Teil ist die sogenannte Besucherkamera. Mit dieser ist es nun möglich, den Zoo in der First-Person-Perspektive zu betrachten. Aber damit nicht genug. Es ist nun auch möglich, mit den Zootieren zu interagieren. Man kann sie putzen, waschen, füttern und mit ihnen spielen. Voll cool. Grafisch ist es zwar nicht so eine Augenweide, aber kommt schon, es ist von 2004. Die Musik ist okay, kann man sich gut geben. Diese gibt es aber nur im Hauptmenü. Wenn man also spielt, läuft keine Musik im Hintergrund. Man hat jetzt aber im freien Spiel die Möglichkeit, ohne Geldsorgen zu spielen und auch alle Tiere stehen dort von Anfang an zur Verfügung. Natürlich gibt es auch hier Erweiterungspacks. So ist es mit Marine Mania nun möglich, Meerestiere zu halten. Mit der Erweiterung ausgestorbene Tierarten, naja, kann man halt nun ausgestorbene Tierarten in seinen Zoo präsentieren. Und mit den Erweiterungen Abenteuer Afrika und Engerid Species, kann ich leider nicht richtig aussprechen, halten gefährdete Arten und mehr afrikanische Tiere Einzug in deinen Zoo. So oder so ist es ein sehr gutes Spiel zum Entspannen. Und glaub mir, man hat wirklich stundenlang zu tun. Der zweite Teil von Wildlife Park wurde 2006 veröffentlicht. Auch hier hat man den Weg in die 3D-Ära eingeschlagen. Man hat nun die Grafik verbessert. Die Tiere sind nach wie vor detailreich gestaltet. Es hat sich bis auf die Grafik vom Grundprinzip her nicht sehr viel verändert. Man hat das mit dem Ökosystem vom ersten Teil übernommen, also dass die Tiere und Pflanzen auf die Umwelttemperaturen reagieren. Jetzt hat man aber mehr Freiheiten, was das Gestalten des Geheges angeht. Jetzt braucht man nicht mehr diesen einen speziellen Boden, sondern man geht nach Bodenhärte. Bedeutet, dass bestimmte Tier- und Pflanzenarten einen bestimmten Bodenhärte benötigen. Apropos Pflanzen. Diese kann man jetzt einfacher im Gehege platzieren. Das heißt, dass die Tiere nicht mehr von einer bestimmten Pflanzenart abhängig sind, um sich wohl zu fühlen. Zum Beispiel kann man jetzt einfach einen Apfelbaum in ein Nashorngehege setzen. Es juckt den Nashorn einfach nicht. Hauptsache, der Boden stimmt. Man hat eine gute Auswahl an Tieren. Auch braucht man keine Unterkünfte mehr zu setzen und Tiere zu kaufen. Sozusagen kann man so viele Tiere setzen, wie man möchte. Und auch wo man möchte. Auch in diesem Teil ist es möglich, die Tiere sich selbst zu überlassen. Nun gibt es auch sogenannte Mutationen von Tieren. Bedeutet, dass man eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, zum Beispiel einen weißen Löwen zu bekommen. Das Personal ist nach wie vor an Gebäude gebunden, man kann sie also immer noch nicht wie in Zoo Tycoon frei platzieren. Die Besucher sind auch immer noch übelst die Vollpfosten und meckern wegen jeder Kleinigkeit. Auch hier kann man seinen Zoo in der First-Person-Perspektive betrachten. Doch man kann leider nicht wie in Zoo Tycoon 2 mit den Tieren interagieren. Das finde ich irgendwie schade. Und da kommen wir zu den negativen Aspekten. Die Tiere interagieren kaum untereinander. Auch sind diese nicht sonderlich gut animiert, die stehen meistens nur irgendwie rum und gucken blöd. Auch die Tierstimmen passen manchmal überhaupt nicht zur jeweiligen Tierart. Manche Tiere sind auch nur Reskins von anderen. Zum Beispiel die Hausschweine sind schlecht ungefärbte Hängebauchschweine. Natürlich gibt es auch in diesem Teil DLCs. Es sind so sau viele, um sie einfach zu erklären, aber ich zähle sie mindestens mal für euch auf. Da hätten wir einmal Crazy Zoo, Abenteuer auf der Ranch, Marine World, Farm World, Dino World, meine Haustiere und dann gibt es noch eine Diamanten- und Phantasia Edition. Gut, das sind keine richtigen DLCs. In der Diamant Edition ist nur ein Rehkitz dabei und in Fantasy sind halt Drachen und Einhörner enthalten. Doch die Taktik, die sie da gemacht haben, ist irgendwie komisch. Sonst ist das ja so. Du hast das Hauptspiel und kaufst dir nach und nach die DLCs dazu. Doch hier bekommst du immer das Hauptspiel mit den Erweiterungen, die davor erschienen sind, dazu. Sozusagen kaufst du dir immer und immer und immer wieder das gesamte Spiel. Das muss man nicht verstehen. Okay. Die Musik ist gut, fand sie aber aus dem ersten Teil besser. Diese läuft zwar auch im Hintergrund, während man spielt, ist aber nicht so penetrant wie im ersten Teil. Nichts gegen die Musik vom ersten Teil,
Die ist gut, aber die war trotzdem sehr nervig im Hintergrund. Trotz der vielen negativen Aspekten macht es trotzdem Spaß und ich hatte viele Spielstunden mit diesem Spiel gehabt. Doch leider kann es mit Zoo Tycoon 2 nicht so gut mithalten. Schade. Der Nachfolger von Wildlife Park 2 kam im Jahr 2011 raus. Das Grundprinzip wurde nicht großartig verändert, das gleicht dem zweiten Teil. Die Grafik hat man wiederum verbessert und auch die Tieranimationen wurden überarbeitet. Also, die stehen halt nicht mehr wie seelenlos in der Gegend rum. Jetzt gibt es auch verschiedene Tierkrankheiten und auch die Pflanzen können jetzt Krankheiten bekommen. Texturen von Pflanzen und Tieren wurden auch verbessert. Zum Beispiel haben jetzt die Tiger Felltexturen und sind nicht mehr so glatt geleckt wie beim Vorgänger. Man wählt nicht mehr die jeweilige Tierart aus und setzt sie hin, sondern man hat jetzt einen sogenannten Tiermarkt, wo man von einer Art mehrere Auswahlmöglichkeiten hat. Jetzt kann man sogar dort Mutationen und Tierbabys kaufen. Dieses war ja in den Vorgängern ja noch nicht möglich. Auch haben diese des Alters entsprechend verschiedene Farben. Zum Beispiel ein älteres Nashorn hat eine bräunlichere Farbe als ein jüngeres. Bei den Pflanzen kann man auch verschiedene Größen auswählen. Auch Mitarbeiter sind nicht mehr gebäudeabhängig. Das hat mich ja bei den Vorgängern manchmal wahnsinnig gemacht. Die Besucher sind auch nicht mehr solche Idioten wie in den Vorgängern. Sie sind jetzt leichter zufriedenzustellen. Doch leider hat man nur eine bescheidene Auswahl an Pflanzen, Tieren, Deko etc. Außerdem gibt es wenige Tiere aus Europa und Amerika. Dieses kann aber auch daran liegen, dass ich nicht alle Erweiterungen zu diesem Spiel besitze. Wenn ich die beiden Erweiterungen, von denen es ja 6 gibt, nicht mitberechne, die ich besitze, ist das Spiel wirklich sehr, sehr armselig von der Auswahl her. Das ist ja schon fast wie bei Sims 4 am Anfang. Auch geht mir das viele Geklicke auf den Zeiger, wenn man zum Beispiel Mitarbeiter oder auch Tiere auswählen möchte. In diesem Teil gibt es auch groß keine neue Musik. Diese hat man einfach vom ersten und zweiten Teil übernommen. Finde ich jetzt nicht so schlecht, der Soundtrack, vor allem vom ersten Teil war ja gut. Alles in allem bringt dieser Teil einige Erneuerungen mit sich, doch macht auch einige Rückschritte. Der Tiermarkt gefällt mir sehr, vor allem, dass man jetzt auch Jungtiere und Mutationen kaufen kann. Auch dass die Mitarbeiter nicht mehr an Gebäude gebunden sind, finde ich klasse. Das zu viel Rumgeklicke geht mir aber ein wenig auf die Nerven. Auch die wenige Tierauswahl macht mich ein wenig traurig. Da hätte wirklich etwas mehr kommen können. Es ist ein gutes Spiel, das man ein paar Stunden spielen kann. Doch leider hat dieser Teil nicht so mein Herz erobert wie die beiden Vorgänger. Zu diesem Teil kann ich nicht allzu viel sagen, da ich dieses Spiel noch nie gespielt habe. Ich weiß bloß, dass es 2013 für die Xbox One erschienen ist und glaube, ein paar Jahre später für den PC. Es ist außerdem kein richtiger Nachfolger dieser Reihe. Ich besitze zwar eine Xbox One, dieses Spiel gehört kurioserweise aber nicht zu meinen Must-Haves. Ich habe es aber trotzdem mal erwähnt, da es halt zu dieser Reihe gehört, irgendwie. Ob es wohl irgendwann einen richtigen Nachfolger zum Zoo Tycoon 2 geben wird? Keine Ahnung. So, nun haben wir die beiden Reihen genauer unter die Lupe genommen und muss sagen, die Reihen haben sich von Teil 1 zu Teil 2 ziemlich gut entwickelt. Wildlife Park 3 finde ich okay und Zoo Tycoon 3 existiert ja nach wie vor nicht. Das ich schade finde. Und nein, diese Xbox-Version zählt nicht als dritter Teil. Doch was man allen Spielen zugute halten muss, man lernt wirklich was über die Tiere. Ich zum Beispiel wusste, bevor ich Wildlife Park 1 gespielt habe, nicht einmal, dass es Okapis gibt oder Quaggas existiert haben. Da sag ich mal, Bildungsauftrag erfüllt! Beide Reihen sind wirklich gut, doch meine Lieblinge werden erstmal Wildlife Park 1 und Zoo Tycoon 2 bleiben. Wer wie ich Tiere über alles liebt und auch auf Aufbausimulation steht, wird mit allen Teilen seinen Spaß haben und stundenlang beschäftigt sein. Action gibt es zwar nicht so viel, aber zum Entspannen sind alle Spiele beider Reihen gut geeignet. So, das war's mit dem Video. Ihr könnt mir ja in die Kommis schreiben, welche Teile ihr gerne gespielt habt oder ob ihr überhaupt ein Spiel der beiden Reihen gespielt habt.
Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao und miau.